Yo, was geht ab? Ich wieder back am Start und heute Tryjump. Ja Leute, gestern etwas krass passiert. Gestern habe ich die 1K geknackt. Als ob. Ja, dann habe ich natürlich auch hart erarbeitet, da ich ja dann als Belohnung singen durfte. Fand ich auch mega schön, wieder euch mit meinen Gesangkünsten zu verführen. Ja, und natürlich hat der liebe Toni, also Blaze, ebenfalls darauf reagiert. Ich glaube, er war davon sehr überzeugt. Also hier nochmal mein wunderschöner Song, nämlich ich habe glaube ich Red Circle von A Vibe von Danergy gesungen. Könnt ihr mal reinhören, hier ist der Song. Was man nicht braucht. Also Leute, nehmt das alle auf und ladet das bitte hoch. Circle. Dazu noch der rote Pfeil. Ja Mann, ich brauche Clickbait. Scheiße Mann, ich brauche Klicks. Deshalb mache ich den Red Circle. Das auch der rote Pfeil. Kreise einfach alles ein. Rot-Weiß war ein Joke. Ich war da nicht mehr hellwach. Bin leider broke, deshalb schreibe ich lieber ever. Hier. Du hast 100 Likes mehr, ich hab 100 Kreise, yeah. Rote Kreise, auf Videos zu machen, ich schweine nicht schwer. Was? Ich bin überfordert, Vollbart. Jeder benutzt diese Scheiße. Denn bloß. Brauche rote Kreise. Ey. Rote Kreise, ey, oh. Scheiße, Mann, ich brauche Klicks. Deshalb brauche ich den Red Circle. Das und der rote Pfeil. Ja, Mann, ich mach Clickbait. Scheiße, Mann, ich brauche Klicks. Ey, das ist dann noch schlimmer als meins. Das und der rote Pfeil. Kreise einfach alles ein. Scheiße, Mann, ich brauche das Video, war einfach verdammt fake. Doch das nächste wird besser mit dem Titten auf dem Thumbnail. All the way up, kriege mehr Subs, kleine Frauen ein, denn alle sind nackt und glaub mir, das klappt. Klickst du auf mein Video, weil ich interessant bin oder weil ich kreis sich ein Brett in das. Sheesh, ich bin fly. Sheesh. Rockdiesel, brauche, rote Kreise, brauche. Rote Kreise, ey. Oh. Ey, weißt du was, obwohl, weißt du was? Ja, Mann, so ein Song, nie wieder. Aber Spaß beiseite. Ohne Kreise mache ich gar keine Klicks mehr. Oh ja, Mann. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Wir machen das, worauf wir Bock haben. Ja, Mann, lass das machen, worauf wir Bock haben. Ey, und ich brauche Klicks. Was ist das? Das kenn ich gar nicht. Scheiße, Mann, ich brauch die Klicks nicht, denn die Kreise sind nicht wichtig. Mann, siehst du das richtig? So, weiter. Warte, ich wiederhole zweimal bei mir, steht da. Zweimal. Ich kann das nicht. Lolli, du bist so scheiße. So, Bock hast ist wichtig. Oh, hey. Worauf du? Weiter mit dem Songtext. Hey, worauf du Bock hast, ist wichtig. Oh hey, 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 hey. Wuhu, ich freue mich. Da kann man sich nicht freuen. So, wenn man bis jetzt noch nicht gestört ist. Das klingt, als würde er ein Gedicht lesen. Ja, ich. Nur beschissen, das ist so scheiße. Schreiben alle. Alter, Dankeschön. Okay, ich mach wieder die Musik an, die hört sich definitiv besser an. Ich hab schon Singkünste, oder? Das sieht man definitiv. Da hab ich überdacht, komm schon. Als Belohnung, dass ihr mich ertragen konntet, hau ich doch mal so ein kleines 1K-Special raus. Also den davon. So ein 1K-Special. Das Problem ist, ich hab keine Ideen, deswegen seid ihr jetzt gefragt. Ihr könnt mir Ideen, Vorschläge oder whatever einfach mal in die Kommentare schreiben, was ich so als 1K-Special bringen sollte. Und nein, ich werde mich nicht zeigen. Das ist schon mal außen vor. Ich zeig mich noch nicht. Außerdem finde ich, das auf meinem Channel ist immer so einseitig. Ich erzähle euch was, ihr hört zu, schön brav. Liked, kommentiert, disliked, je nachdem, wie es euch gefallen hat und fertig. Das soll ich ändern. Das finde ich etwas langweilig. Und ich schaffe diesen einen Job einfach nicht. Was ist denn da los? Da habe ich mir überlegt, komm schon, weil es immer so leer ist, mache ich doch mal was mit anderen YouTubern. Und da seid schon wieder ihr gefragt. Heute werdet ihr ganz schön beanspruchen.
Spruch, keine Angst. Ich beanspruche meine Zuschauer immer so. Also, wer mit diesem Druck und Stress nicht zurechtkommt, nicht so gut. Aber ich könnte einfach so tun, als hätte ich das Video nicht geschaut. Ist ja auch kein Problem. Nee, also, ihr sollt mir bitte auch nochmal Vorschläge einfach in die Kommentare schreiben, was ich so jetzt mit anderen YouTubern, oder mit welchen YouTubern ich was mal aufnehmen soll, mit, was ihr Bock habt, mit wem ich was bringen soll. Schreibt es mal unten rein. Ich bin gespannt. Ebenfalls wäre es ganz sinnvoll, würde zum Beispiel dieser YouTuber, den ihr reinschreibt, in Format bringen oder irgendwie sowas, was halt eben dann auch ihr so identifiziert oder irgendwas Witziges, wo ihr denkt, dieser YouTuber passt hier zu diesem Format. Könnt ihr am besten auch mal gleich das Format dazu schreiben, welches wir am besten mal bringen sollen, weil ich will etwas Abwechslung auf meinem Kanal reinbringen, weil immer nur Minecraft ist zum Teil etwas langweilig. Aber bitte, falls ihr auch noch Formate reinschreibt, bitte schaut drauf. Die Formate sollen am besten das Bestmögliche nicht geklaut sein, nicht nachgemacht, weil das kommt wirklich nicht gut an, wird mir irgendwas kopieren. Und damit ich mich auch fernhalte, diesen Copy-Paste-Shit hier. Und schafft diesen Jump einfach nicht. Nein, so kurz vom Ziel. Egal, kaufen wir ganz kurz. Sind wir gleich in der PvP-Teilzeugs wieder. Ach, bis gleich. Freunde, es ist soweit. Wir dürfen ein paar Gegner zusammen kloppen. Das macht Spaß. Nummer uno. Oh Gott, der hat sich auch gehittet. Ich hau ihn aber besser kaputt, weil ich... What the fuck, mate? Don't do this. Don't do this. Don't abstaub. Don't... Wieso geht schon wieder beide auf mich? Jetzt bin ich tot, oder? Nee, gut, die fighten. Und jetzt schaub ich ihn schön ab. Sauber. Ich kämpfe nicht. Ich warte mal, bis sie alle tot sind. Ah, dann du... Bubi, ist alles okay mit dir? Ja, dachte gerade schon, weil der mich gerade richtig komisch geht jetzt gerade eben. Aber keine Angst, wenn ich auch so was von Targets, glaubst du nicht. Ich verspreche es dir. Oh Gott, der hat so Healing Potions. Aber, na, mich kann man nicht besiegen. Da ist unser nächstes Opfer. Ist so extra ein goldenen Apfel. Boah, da gibt es aber wirklich gute Hits. Respekt an dich, Mate. Respekt an dich. Ich glaube, du tötest uns sogar. Nein, wir sind leider besser. Tut mir leid. Ist leider so, muss so sein. Ups, was ist denn das hier? Warum erkläre ich den letzten hier Abschlacht? Wo ist der Hobby Bobby? Dann könnt ihr mal reinschreiben, was ihr eigentlich von diesen Effekten hier haltet. Feiert ihr wirklich sowas, so wie Cinematics, sowas so Kinomodus irgendwas mache oder sagt ihr, nö, interessiert mich nicht, macht einfach so wie immer. Und ich glaube, was hast du geholt? What the hell? Ich muss jetzt unbedingt töten, weil ich darf hier doch nicht verlieren. Ja, gut, dann war's auch wieder. Der liebe Stefan mit PH und Toni sind unverlinkt. Könnt ihr gerne mal abchecken. Naja, ob ihr Toni abchecken müsst, bin ich mir sicher. Denn wer wäre denn hier, wenn Toni euch nicht gesagt hätte, dass ihr mich kaputt zusammen sollt? Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Lolli.